So, nächste Cup. Was gibt's? Das ist eine Sprint Cup. Können wir uns ja ein neues Auto gönnen. Cool. Und den nehmen wir hier. Wollte ich sagen. Auch von der Leistung her ist das. Nehmen wir den mit. Deswegen habe ich gesagt, sparen wir uns die Kohle. Und dann nehmen wir den mit. Sydney Motorsport Park. So. Ach, unser. Gut, es ist eh unser Teamkollege, eigentlich der fünfte. Ist der Happer White. So, wir fahren das ganze Ding mit dem Hotlap, mit Outlap. Und da soll es ein bisschen was mehr werden als zum letzten Mal. Das ist aus in Barcelona. So, schauen wir mal, ob wir ein gutes Ergebnis holen. Ja, ich bin ein bisschen weit rausgerutscht, das war noch kein Abkürzen. Also nur ein 6 für das Fahren. Die Frage ist, ob wir das hinkriegen. 16. durch die. Ja, leck mich doch am Sack, Alter. Das kann doch nicht sein. Die Zeit habe ich ohne Probleme geholt. Wenn wir schießen auf 16, na, müssen wir es halt holen. Müssen wir halt versuchen, wieder im Rennen um was gut zu machen. Das wird sehr schwierig werden, aber es ist nicht unmöglich. Was denkst du über diese Veranstaltung? Weißt du, ich habe da so ein Gefühl, dass einer der Fahrer... Okay. Wieder so ein... Rennen, wo du dann am Ende des Feldes rumstehst. Also nur ein bisschen fürs Rausrutschen, weißt du, das ist so eine Strafe. Für was, Alter? Hab ich ja die rausgedrückt. Halt dich zurück, du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Das ist ja eine Überraschung. Das kann ich gut. Danke fürs Wegkommen. Dann verlierst du auch 4 Plätze durch sowas. Achter.
Morgen und da hatte ich wirklich dran. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Also bis wir so nah wie möglich rankommen. Und dann hoffentlich im zweiten Rennen ein bisschen was holen. Das macht doch mal Platz, ey. Zepter nur, ey. Das kann doch nicht sein. Ich gewinne das. Kein Rennen gewinne ich mehr. Noch ein Rennen oder so? Ja, zweite Rennen noch. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand aus... Ich muss das Ding... Klar, wir müssen natürlich jetzt auch irgendwie nach vorne gehen, ne? Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Das kann ich nicht führen. Ja, das muss ich doch machen. Ja, da habe ich mich verbremst, ey. Da leg mich doch am Arsch und schalte doch mal zwischen abkürzen und mal ein bisschen verbremsen, ey. Das Ding sogar gewinnen heute. Jetzt, hier mal wieder. Gute erste Runde. Mach weiter Druck. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ja, der... Oh mein Gott. Danke fürs Wegdrücken, ey. Das ist schon... Was? Ich werd... Och man, ich werd abgeschossen hier. Ich werd abgeschossen und krieg doch eine Zeitstrafe nur für 2 Sekunden, weil ich abgekürzt habe, gebe ich. Jawohl, ja. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Versuch dir die Pole zu schnappen. Dann hab ich wieder ausgebremst. Und außen vorbei.
Gut, solange der Kollege da unten auf 10 rumspuckt, stellen wir mit dem Hund vorne. Hätte ich mal wieder einen Gewinn. So, reicht das für das für den Gesamtsieg? Ja, tatsächlich. Endlich wieder. So. Das müsste sogar für den Gesamtsieg gereicht haben. Endlich wieder. Ja. So. Gut, dann sind wir hier durch. Und dann ist Feierabend und morgen geht's weiter dann mit dem Ding hier.